Eines der elementaren Bestandteile, die wir hier an dem Standort umgesetzt haben, ist natürlich dieses Routenzugkonzept. Wir haben das Ganze so konzipiert, dass wir 6 Hänger hintereinander hängen können. Jeder Hänger hat eine Tragkraft von 1 Tonne und wir können die Hänger beidseitig zu 10 Grad und zu 20 Grad neigen, so dass wir den ergonomischen Ansprüchen der Mitarbeiter gerecht werden, dass sie sich praktisch nicht mehr so tief in die Kisten reinbücken müssen. Bei den Staplern ist es so, die verfügen komplett alle über Datenfunk. Das heißt, wenn der Mitarbeiter an der Packlinie was bestellt, bekommt der Staplerfahrer das auf sein mobiles Datenterminal, bekommt den Auftrag hier drauf zur Auslagerung. Dann sieht er, in welches Regal er fahren muss. Wenn der Staplerfahrer das Material gebracht hat, setzt das hier auf. Der Mitarbeiter hat die Möglichkeit, hier Material bis zu 1 Tonne Gewicht wirklich sehr, sehr leicht nach hinten zu rollen. Das Ganze kann er dann entsprechend auch nochmal ankippen hier, sodass er es wirklich sehr gut entnehmen kann. Dann haben wir einen Verschiebewagen, wo ich Material auch wieder ausschleusen kann. Das wäre das mittlere Band. Da kann ich Material, was zur Rücklagerung gedacht ist, ausschleusen, kann aber auch Leergut wieder ausschleusen. Hier haben wir eine Station zur Vorbereitung der einzelnen Arbeitsplätze. Wir nennen das Gefache-Stecktisch. Dazu haben wir uns einen Rastertisch bauen lassen. An der Seite sind jeweils diese Zahlen und der Mitarbeiter steckt das Ganze jeweils ein. Und anhand des Zahlenmusters, wie es in der Arbeitsplatzbeschreibung bzw. Packvorschrift vorgegeben ist, stecken die jetzt diese Gefache. Früher war das so, man hat das nicht gehabt. Man hat dann das Ganze von Hand mit einer Schablone auf dem Boden bzw. auf den Tisch gemacht und ist immer zusammengefallen. Und das ist eine deutliche Arbeitserleichterung. Wir bekommen zweimal in der Woche bzw. dreimal in der Woche eine Bahnanlieferung. Die Karossen werden dann zwischengepuffert und an dieser Station, die man hier im Hintergrund sieht, findet der Qualitätscheck statt. Wir prüfen dort auf Lackfehler, auf Beulen, auf Dellen, ob alles in Ordnung ist, befestigen dann die Türen nochmal und Kofferraumklappe und Heckdeckel und es wird von uns auch die Fahrgestellnummer eingeprägt. An der nächsten Station werden die Karossen, die nicht vorverpackt sind, da auf Holzgestelle aufgebockt. Die A6 werden jeweils schräg gestellt. Und der Q7 kommt als Abschluss hinten gerade drauf. So werden sie gepackt. Dann gehen sie ganz normal mit dem Container nach Indien.